Tag bringen soll. Benny, Benny. Okay. Der sagt mir gerade wenig. Benny im Tops stellen. Oh. Da ist es. Dann sind das also Punkte, die ich abarbeiten soll. Kann das sein? Wirklich, wir kommen jetzt zum ersten Mal dann in die Stadt. Also wäre jedenfalls mal die Aufgabe. Ist ja interessant. Wir haben eine Aufgabe und können da mitten in die Stadt gleich mal. Also, one for my baby. Wenn dann noch wer genauere Sachen, Infos hat, sagt sie mir. Ich komme hier nicht weiter. Also noch ein bisschen genauer, weil eine Tür gab es da nicht. Ich will die nicht anhaben. Wegschmeißen, die brauche ich nicht. Rangerhut, nein, lasse ich nicht. Ziehe ich nicht an. Jo, dann gehen wir mal weiter in die nächste Stadt. Kann ich mit euch irgendwie reden? Dialog irgendwie? Hey! Nein? Ihr seid nur RNK-Soldaten. Naja, nur. Ihr seid natürlich meine Freunde. Nee, Dialoge haben die keine. Ich gehe wieder hinter die Blockade. Oh, er ist weg. Ah, hier sind die, die ich befreit habe. Private Hallo. Gilbert. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Danke. Private Ackermann. Mann, ich war mir sicher, dass mein letztes Stündlein geschlagen hat. Ja, die sind ja zu leise. Oder eher wegen dem Schutz hier am Mond. Da kann ich nichts für. Und wir sollen jetzt echt in die Stadt. Ich find's grandios. Und Daten, Weltkarte. Oh ja. Volt 34. Da will ich hin. Repcon Hauptquartier. Boah. Möchte ich auch mal hin. Gehen wir zum Hauptquartier. Ich find's halt immer komisch, weil oft muss man wegen Quests irgendwo hin und dann bin ich mir nicht sicher, soll ich das schon machen oder nicht. Ich kann's nicht lassen, ich muss einfach in die Stadt. Da hinten Legions Quartier. Vielleicht kommen wir auch noch hin. Es gibt ja echt massige Aufgaben hier. Bist du Victor? Dass ich Sie hier draußen treffe. Oh ja. Wie bist du hierher gekommen? Einfach ganz gemütlich vor mich hingerollt. Sieht aus, als würde ich es wohl doch noch nach New Vega schaffen. Hast du gesehen, was da drin passiert ist? Yep. Ist wohl eine Sache zwischen Ihnen und dem Lackaffen. Machen Sie sich um den keine Sorgen. Der ist mehr Cow als Boy. Verstehen Sie? Schön, dich wieder zu sehen, Victor. Ist dir Benny über den Weg gelaufen? Den Lackaffen? Nein. Keine Spur von ihm seit der Balgerei in Good Springs. Hat sich sicher in den weichen Schoß von New Vegas verzogen. Ich werde nicht gerne von Robotern verfolgt. Schön, dich wieder zu sehen, ja. Yep. Aber langsam wird das etwas peinlich. Die Leute fangen schon an zu reden. Ich werde nicht gerne von Robotern verfolgt. Roboter. Auf Wiedersehen. Besuchen Sie mich, wenn Sie nach New Vegas kommen. Die erste Runde geht auf mich. Ist ja nett. Also wirklich schön sieht er nicht aus, aber... Egal. Das Skelett habe ich noch gar nicht entdeckt. Du hast aber was dabei. Ein Jagdgewehr. Sehr nett. Und Patronen. Jagdgewehr, wie siehst du aus? Gegenstände, Waffen... Jagdgewehr. Schaden 19, habe ich gerade gelesen. Kaputt. Alt. Aber sonst ganz gut. Also wenn ich es mal ein bisschen verbessert habe, werde ich das, glaube ich, schon mal nehmen. Aber im Moment ist das mir zu kaputt. Und ich gehe einfach mal dem Licht entlang. Aber ich werde diese Pflanze noch mitnehmen.
die Blüten davon. Da hinten sieht man auch den Dino. Aber wir sind schon ganz schön weit weg von dort. Aber mich interessiert jetzt, was da oben ist. Ist das überhaupt etwas Besonderes? Egal, hier ist die Stadt, ich finde sie klasse. Wir kommen ja immer näher. Und da oben sind Händler. Freundliche Leute, also stecke ich die Waffe weg. Ach, wir kommen dem immer näher. Klasse, klasse, ich kann es nicht oft genug sagen. Entdeckung, 188. Handelsposten oder 188 Handelsposten. Die kann ich mitnehmen, aber Milch nicht. Bier auch nicht. Ist sehr merkwürdig. Aber ich lasse es da, außer den Korken. Untersuchen. Wasserbrahmen. Ach, zum Wasser transportieren. Ich komme zu euch. Oh, Nachladebank. Ja, da können wir Sachen zerlegen. Ich glaube, da kann man sich dann seine eigenen Munitionstypen zusammen mixen. Wie auch immer. Samuel. Hey. Michelle. Veronika. Und wo ist der Händler? Bist du der Händler? Alexander. Die haben ja echt alle Namen. Also mit denen kann ich alle Dialoge führen. Die Leute sind normalerweise nicht so dumm, von den Waffenschiebern zu stehlen. Normalerweise. Also hier scheint es auch viel zu geben. Warum schaue ich hier mal in Sachen, die leer sind? RNK-Soldaten. Interessant. Ein Zelt. Entweder wir reden jetzt noch mit ein paar oder gehen gleich mal in die Stadt. Aber ich würde sagen, wir reden erstmal mit ein paar. Waffenhändler. Hallo. Sind Sie ein Söldner? Weil wie ein Prospektor sehen Sie nicht aus. So ähnlich. Sind Sie ein RNK-Soldat? Machen Sie oft Geschäfte mit Prospektoren? Zeigen Sie mir einfach, was es im Angebot gibt. Ja, so ähnlich. Das will ich doch meinen, Sir. Naja, nicht offiziell. Nicht mehr. Ich wurde vor einem Jahr ausgemustert. Ehrenhafte Entlassung. Welchen Dienstwert hatten Sie? Staff Sergeant, 3. Zug, Company Bravo. Ich war am Staudamm, als die Legion angriff, vor 3 Jahren. Ein Fiasko war das, glauben Sie keinem, der was anderes sagt. Die da oben spielen es runter. Aber von denen waren ja die meisten in McCarran. Warum haben Sie die Armee verlassen? Ja, warum? Hab ich nicht. Mein CO befahl mir, ein paar Deserteure auszupeitschen. Hab ihm gesagt, er könne mich mal. Da war ich draußen. Befehlsverweigerung. Diese Burschen sind nicht desertiert. Sie haben sich nur auf dem Strip betrunken und den Appell verpasst. Keine Ahnung, was die da oben noch alles erwarten. Die Hälfte dieser Jungs hat gerade mal 2 Wochen Ausbildung, wenn sie hierher verlegt werden. Das ist wirklich nicht lang. Wie sind sie dazu gekommen, Waffen zu verkaufen? Einfach nach Hause gehen konnte ich irgendwie nicht. Nicht, solange diese Wilden auf der anderen Seite des Flusses hockten und ihre Messer wetzten. Und so sehe ich wenigstens meinen alten Zug, wenn er hier durchkommt. Kann schauen, dass der neue CO sie gut behandelt, ihnen Munition zu stecken. Also ich habe immer über die Standardausrüstung gemeckert. Die Neulinge kriegen nicht meine Rüstung. Ist doch nicht zu glauben, oder? Schon, ja. Sprechen Sie weiter. Die RNK hat nicht genug Kronkorken, um ihre Soldaten auszurüsten. Sprechen Sie weiter. Also haben ein paar andere Veteranen und ich uns zusammengetan. Einen Waffenschieber bestochen. Jetzt rüsten wir Soldaten, Söldner und jeden anderen auf unserer Seite aus. Verdienen tun wir nicht viel dran, aber wenigstens retten wir Leben. Das ist sowas wie eine ehrenamtliche Arbeit. Ja, nicht genug Kronkorken. Vegas lässt uns ausbluten. Wir werfen Kronkorken in 100 Löcher, während Caesar sich zurücklehnt und wartet, bis wir uns selbst aufgerieben haben. Dieser Krieg wird die RNK ruinieren.
Es sei denn, wir schalten die Legion schnell und nachhaltig aus. Wir dürfen nicht da oben auf dem Damm rumhocken. Wir müssen den Colorado überqueren und Caesar kräftig in seine Legion-Arsch treten. Der Meinung bin ich auch. Zeig es mir mal ein Angebot, ja. Sicher, kein Problem. Möchte jetzt mal sehen. Hat er die richtige Einstellung? Oh, sie hat 2007 Deckel. Wenn wir jetzt im Jahr 2007, wird es passen. Sind wir aber nicht. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen, die nicht. Oh, die ist ja beim. Die ist teuer. Die verdienen doch ganz schön viel daran, muss ich feststellen. Jagdgewehr. Könnte ich reparieren, aber es ist ja arschteuer hier. Jagdgewehr, erweitertes Magazin.